Let's go. Let's do it. Ach, warte mal, wo ist denn... Alte Ruinen da oben. Okay, ja, gute Frage. Was hier? Bevor wir das letzte Ding machen, würde ich gerne nochmal gucken, ob wir irgendwo diesen alten, ehemaligen Bürgermeister finden. War der hier? Ja, ne? Der müsste hier gewesen sein, glaube ich. Irgendwo. Da war er. Da war er. Lager. Naja, ein verlassenes Lager. Und... War das nicht die Insel? Auf der Insel befindet sich ein kleines Gebäude. In der Nähe befindet sich ein verlassenes Lager. Was möchtest du tun? Untersuche das Gebäude. Das alte steinerne Gebäude wurde rund um eine Statue erbaut. Die Statue reckt ihre Arme gen Himmel in Richtung des Leuchtturms von Teufelsgrat. Ob es eine Geste der Angst oder der Verehrung ist, kannst du nicht erkennen. Inspiziere das Lager. Am Lager selbst ist wenig Bemerkenswertes. Doch du fragst dich, wer auf die Idee kommt, auf einer solchen Insel sein Lager aufzuschlagen. In einem nahen Busch entdeckst du einen Fetzen Papier. Darauf hat jemand etwas notiert. Du steckst den Zettel in die Tasche. Okay, dann gucken wir noch kurz mal in die Tasche. Ja, dann machen wir auch noch gerade. Nachrichten. Verblichene Notiz. Na dran. Niemand weiß etwas. Weiß er es? Habe den Tempel entweiht. Vergib mir. Nur so wird er es vielleicht verstehen. Muss ihm helfen. Muss ihn aufhalten. Okay. Ich habe immer noch Fragen. Also er ist auf jeden Fall weg. Er ist auf jeden Fall weg. Na gut. Schade. Schade, 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 schade. Liz Rack, gute Nacht, schlaf gut und viel Erfolg nachher beim Aufstehen. Ich drück dir die Daumen. Vielleicht ist die Rede von dir. Ja, wahrscheinlich ja. Man weiß ja auch gar nicht, wie wir uns entscheiden, ne? Man weiß es einfach nicht. War ich überhaupt richtig? Alte Ruinen, da ist der alte Tempel. Ich glaube, wir sind richtig, ja. Da-dam, da-da-da-dam, dam-dam. Na? Oh, ihr Armen. Ich hasse die. Ich hasse die so sehr. Und die locken auch ihre komischen Kollegen an irgendwie, ne? Und die haben echt eine große Reichweite. Okay, 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 wir kommen safe durch. Was ist da nochmal? Irgendein anderer Durchgang? Zu Geisterrochen, aber sonst ist da, glaube ich, nichts Spannendes, ne? Da kommen wir, glaube ich, von der anderen Seite durch und sind ein bisschen safer. Wahrscheinlich ist es ein bisschen einfacher. Okay, ja gut. Wir gucken mal, was wollen die haben? Was? Ein steinerner Schrein, eine Felsplatte mit Ritzzeichnungen.
zweier deformierter Fische sich unter der Sonne windend, darunter eine Platte mit zwei flachen Rillen. Also wir brauchen einfach zwei abnormale Nachtfische, oder? Sich unter der Sonne windend halt, ne? Zwei abnormale Nachtfische oder generell irgendwelche zwei abnormale? So, weißt du, was ich mache? Ich mach mal... Bestimmt muss da der Hund rein. Ich mach mal kurz... Mal kurz diesen hier. Boah, was können. So. Hey, ihr Sweden. Wo kommt die auf einmal her? Wo kommt denn die auf einmal? Als ob die Mutti genau daneben gesessen hätte. Dann lassen die alte Metzi auch noch spawnen, weißt du? Als wäre es nicht schon schlimm genug, dass die kommt. Die lassen die aber neben dir spawnen. Das alte Mistvieh. Das Rattige. Ja, das darf doch wohl nicht wahr sein. Und die macht immer drei der Marsch. Junge, Junge. Aber den Motor hat sich mal nicht erwischt. Ist ja ein Wunder. Okay, das wird zum Glück nur zwei Fische. Warte mal. Was ist denn jetzt da hinten? Schnauze flüstern. Also bloß in Ruhe. Nee, hau mal ab mit deiner Propaganda. Nachts auf dem Meer braucht die keiner. So, okay, warte, einmal in die Werft. Werft die Hände in die Luft. So, repariert. Ich bin repariert. Werft die Hände in die Luft. Ich bin super witzig. Nein, ich bin so dumm, wir müssen ja nachts rumwandeln hier, ne? Okay, gibt's hier irgendwo so einen deformierten Nachtfisch? Deformer, you know, down, aliki bum bum down. Was ist denn das? Ach so, mal Lumpen. Deformer, down, down. Okay, ich sehe nichts Deformiertes. Hau ab. Keiner will dich. Ich kann das flüstern. War nichts Persönliches. Hä, wo ist denn hier? Wo haben wir denn hier was Deformiertes? Die sind aber nicht deformiert. Die sind spitze im Saft. Das hier ist Stein. Ah, so ein Ding. Jetzt wird es langsam hell. Jo, Nacht ist vorbei. An dem 6, ne? Ja, scheiße. Jetzt mal wieder hier. Tja. Da ist was Deformiertes. Die fette Mutti. Können die gleich einfach einknasten? Woran erkennt man deformierte Fische an ihrer Deformation? Aber der Schwarm, der leuchtet so ein bisschen oben. Aber hier leuchtet gerade nichts. Den erkennt man an so einer komischen Wolke, an so einer Wirbelwolke oben drüber. Aber naja.
Nichts für uns, schade. Sehr viele Schätze hier, ne? Und sehr viele Brillen im Wasser. Ich würde auch tags deformierte testen. Das hört sich falsch an, aber ich würde auch tags deformierte testen. Ob das funktioniert. Aber ich möchte feststellen, wir überstehen Nächte schon ganz gut, ne? Wenn da sonst nichts passiert. Oh, das war's schon. Schade, schau. Das ist nur Dreck heute wieder. Aber müssen das denn Fische aus der... Müssen das Fische hier aus dieser Feuerregion sein? Da stand er ja auch nicht dran. So explizit. Jo, hi, da sind wir wieder. Einmal ringsrum. Weißt du was? Ich nehme... Du musst zwischendurch schlafen. Naja, mein Auge ist zu, ne? Unser Auge ist die ganze Zeit geschlossen. Also es war zwischendurch mal auf, aber blau. Also ganz regulär. Hm, geht. Tja, ich guck mal. Ich teste mal. Dann schauen wir mal. Ab geht's. Die Forma. Down. Aliki bum bum down. Hat die Forma. Der Wind führt hierher, ne? Okay, ich guck mal kurz. Wenn der Wind hierher führt, gibt's was Neues? Hier waren wir ja schon, ne? War hier gerade Erdbeben? Okay. Oh, Junge, Junge. Wir hatten so viel Deformierte. Und jetzt sieh uns einfach an. Jetzt sieh uns einfach an. Alle Fische sind einfach frisch und fröhlich. Und heile. Es gibt zu wenig Deformation hier. Ich glaube, wir haben schon viel Gutes bewirkt. Es muss daran liegen. Weißt du was? Hier gibt es einfach keine Fische mehr. Hier gibt es keine Fische mehr. Das ist ein merkwürdiges Meer.
Das haben wir alle gewusst. Das haben wir alle gewusst. Das erste Mal konnten wir entgehen. Das zweite Mal hat es nicht funktioniert. Lecker, lecker. Na gut. Na gut, na gut, na gut. Dann... Das war unsere letzte Dingens. Das war sehr schön. Ich würde noch mal ganz kurz... Ich glaube, da gibt es mehr... beeinträchtigte Fische. Ja, Out-of-Bound-Sachen sind immer schön. Mag ich immer sehr gerne. Wie gesagt, ist wie bei Risen damals. Das war so cool immer. Dum, da, 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 dum, bam, ba, da, da, dum, bam, ba, da, da, da. Wir müssen da ja gerade eh hin. Also wir müssen aber zwischendurch hin. Und ich hoffe, dass wir hier zwei versehrte Fische finden. Zwei nicht mehr ganz so fitte Fische. Zwei vom Leben herausgeforderte Fische. Da ist schon einer. Du bist es nicht. Du bist ein Trophäenfisch. Wir sind sehr stolz auf dich. Du bist okay. Aber du, mein Freund, weiß ich nicht genau, was ich davon halten soll. Der ist schon ein bisschen lädiert. Wir haben ihn trotzdem lieb. Er trägt diese Propellermütze immer. So, eine Frage. Ach nee, 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 nicht hier. Hier bin ich falsch. Wir mussten ja eh noch einen Zwischenstopp machen. Ich guck gleich weiter nach ledierten Fischen. Warte kurz. Mein Lager. Wir haben ja noch dieses Ding hier gefunden, ne? Zeig ihm die Steintafel. Der Händler nimmt die Steintafel ab und mustert sie eingehend, während er sie in den Händen herumdreht. Bemerkenswert. Ja, ich glaube, das ist ein Teil einer Gruppe. Hat er das an der Eins daran erkannt? Darauf erkannt? Er greift in ein hohes Regalbrett und holt einen ähnlich aussehenden Stein herunter, allerdings mit einer dickeren Staubschicht. Vor einigen Jahren habe ich dieses Stück erworben. Du hast es in der Nähe der Ruinen von Teufelsgrad gefunden, nicht wahr? Ja. Ah, nun, ich nehme an, da draußen gibt es davon noch mehr. Ich bewahre das vorläufig auf, während du nach den anderen Fragmenten suchst. Was? Und hast du mal ein paar Schmuckstückis, Was? Wie? Aber... Der hat das einfach mit... Was soll das? Hat er einfach eingesackt. Der Sack. Frech. Sehr frech. Okay. Keine Zeit für anderen Kappes. Wir brauchen eingeschränkte Fische. Fische mit geringerer Lebenserwartung. Where are you? Wenn wir zu lange brauchen, vergammeln die halt, ne? Das ist das Problem. Wir können auch zweimal fahren. Dann haben wir jetzt schon einen Safe. Wobei es schon dunkel wird. Ja, okay, dann fahren wir weiter. Ich sehe nicht sehr viel. Ja, hör auf mit deiner Angst. Mach die doch bitte wem anders, ja? Okay, ich würde hier mal ganz kurz eben eine Runde pennen. So, hua.
Ich hoffe, der Fisch hält noch so lange. Und wir müssen einfach gerade... Ach ja, da ist ja... Ach, da ist das Ding. Muss noch ein bisschen Umweg fahren, wie dieser scheiß roten Fische. Ah, willst du mich verarschen? Du willst mich wohl verarschen? Diese verfickte, fette Mutti. Oh, Junge, wie kann die innerhalb von einer Nanosekunde da sein? Oh, das kann doch wohl nicht wahr... Oh, holy shit. Was für ein dreckiges Drecksmistvieh. Junge, Junge, Junge. Oh Gott, Raptorenhai. Ein grinsendes, himmelwärts geöffnetes Maul. Flügelartige Flossen bereit zum Abheben. Okay, wir haben noch einen gefunden. Shit. Ich bin ja oben genau falsch. Ich muss halt reparieren, ne? Kann sein, dass uns wegen der fetten Mutti jetzt unser Fisch weggammelt. Der erste. Weil ich muss halt reparieren fahren. Geht nicht anders. Wenn ihr jetzt nochmal erwischt, sind wir Toast. Ist das da hinten? Sehe ich das ja schon? Ich glaube ja. Heilige Scheiße. Oh. Das ist so nervig, ne? Das mit den roten Fischen, okay, nervig genug. Aber dass sie einfach bei dir spawnt. Oder ich habe halt echt viel Pech. Das kann auch sein. Eins von beidem. So, also, erstmal werft. Alles reparieren. Der ist schon verdorben. Okay, wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Gute Nacht, eigentlich schlafen gehen. Sorry, falls ich ein paar Leute geweckt habe mit meinem Wutausbruch, aber die fette Mutti ist echt scheiße. Die fette Mutti ist richtig kacke. Die ist einfach auch charakterlich richtig verdorbener Fisch. Ja. Wieso nutzt du nicht die Fähigkeit, Unheil abzuwehren? Erstens, weil ich gar nicht die Zeit hätte, das zu wählen gerade, weil die einfach so gespawnt ist. Der Fisch war da, Mutti war da. Pum. Ende. Hatte ich die Chance nicht mal. Ich hätte nicht mal die Chance gehabt zu drücken gerade. Und zweitens, weil es eine böse Fähigkeit ist. Und ich will die bösen Fähigkeiten, ehrlich gesagt, so wie gar nicht benutzen. Nee. Hau ab. Ich glaube, ich sollte es nochmal benutzen. Ich glaube, ich sollte es nochmal benutzen. Es ist doch einfach... Du wirst in die Arme des Bösen getrieben. Das Spiel will, dass du die bösen Kräfte benutzt. Das will es einfach. Ich habe die benutzt wie normale Fähigkeiten. Also der Typ hat immer davor gewarnt, die exzessiv zu benutzen. Nee. Okay. Die Mutti kommt, sobald ein Fisch da ist. Die kommt schon auf dich zu, sobald ein Fisch da ist. Okay. Also, werft. Nochmal alles reparieren. Der ist schon verrottend. Liebe alles daran. Das hier war das.
Ist noch vorhin auch gut reingekommen eigentlich, ne? Bitte sei noch da, Fisch. Bitte sei kein Klumpen. Natürlich. Es ist natürlich genau so. Natürlich ist es so. Natürlich. Oh, fick alles. Natürlich ist es genau so. Wie soll es auch anders sein? Weißt du was? Komm, hau nochmal rein. Hau nochmal rein. Weißt du was? Fick dich. Hau nochmal rein, komm. Hier, beiß nochmal rein. Alter, ist die nervig. Oh, Junge, ist die nervig. Wollte ich gar nicht. Dann bringen wir erstmal einen Fisch hin. Oh boy, oh boy, oh. Schnauze gewisper. Macht der fetten Mutti eigentlich was? Kannst du sie ausnocken? Natürlich nicht. Achso, war gar nicht ernst gemeint. Ja, ich wünschte. Okay, wir brauchen nur noch einen. Komm, es muss doch irgendwo einen. Komm, ich fahr nach Hause. Also ich fahr pennen. Wieso können wir eigentlich nicht an Bord pennen einfach? Verfolgt er mich? Mich wundert hier gar nichts mehr. Was ist denn hier? Ach so. Im Inneren. Ja, ich leg mal meine Hand auf den Stein, ne? Weil ich meine, warum nicht? Während die Zeit nicht vergeht, der Wirbelsturm. Eine verstörende Vision. Oh, Schwein gehabt. Eine verstörende Vision drängt sich dir auf. Ein Leviathan hebt sein schweres, graues Haupt, streckt sich bis auf Augenhöhe mit der hellen Flamme auf der Spitze des alten Leuchtturms ist. Er betrachtet das Feuer, reckt den Kopf nach vorne und beginnt in kehligem Tonfall ein Lied zu singen. Die Bestie scheint zufrieden, lässt sich ins Wasser zurücksinken und gleitet in die Tiefe. Oh hey, die leuchtet ja. Mal gucken. Wenn wir schon mal da sind. Höhle. Ach so, das waren die Malereien. Aber die Statue, okay. Ja gut, alter Leuchtturm ist auch nichts, ne? Keine Klinke. Wir brauchen 4 von diesen Tafeln und müssen die jetzt zusammensetzen. 2 haben wir offenbar schon. 2 fehlen noch. Okay. Aber beschwören wir damit den Leviathan? Ich will nur nach Hause. Ich will doch nur nach Hause. Mehr will ich doch gar nicht. Lass mich doch in Ruhe. Och, hot, oh, hot, oh, hot.
So, ran da. Okay, weißt du was? Ich schlaf mal ein bisschen, ne? Ich verschlafe mal einen Tag. Das kann er sich mal gönnen. Ein Tag Auszeit. So, wir brauchen immer noch einen Herausgeforderten. Und wir haben jetzt schon den Skill mehr zu finden, aber irgendwie... Das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Kann ich die roten Fische nicht angeln? Das wäre mal was. Da ist die fette Mutti wieder. Hasse die. Der schlimmste Part am Game. Fette Mutti. Nix. Alles fit hier. Hier ist alles fit. Traumhaft. Wie gesund die alle sind. Freue mich für die. Die ist sofort da. Natürlich, habe ich mir gedacht. Die ist sofort da gewesen. Aber ich habe immer einen Vulkan gewartet und mache hier auch wieder. Oh, Gewitter. 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 Hier muss doch mal irgendwo ein kranker Fisch sein, Mann. Nur ein bisschen krank. Ein bisschen angekränkelt. Komm. 7 Augen. Ja, kranke Fische. Woo. Der ist gesund. Schande. Schäm dich. Wie kannst du nur? Wieder so ein gesunder. Ach, widerlich. Was soll das denn? Na also, was bist du denn? Verknöcherte Seegrundel. Klickernde Bandibeln dienen diesem Bewohner der Tiefe als Mundwerkzeug. Sein kleiner Körper ist von dicken Knochen umhüllt. Warte, wo bin ich denn hier? Kann ich nicht von außen? Ach, wir sind... Nee, das sind andere Tore hier, ne? Das sind andere Tore. Sind das die Tore hier? Ich hoffe. Bitte sag ja. Hopp. Ja, das sind sie wohl. Was war das? Oh, endlich. Finally. Lufiares, dankeschön. Vielen Dank, Lufiares. Vielen Dank für den Raid. Dankeschön. Einen wunderschönen guten Morgen. Oder Abend, je nachdem, wie man es dreht. Vielen Dank. Oh, wir haben es geschafft. Oh, wir haben es. Was ist denn das? Vielen Dank für den Raid. Wir sind gerade bei Dredge. Ich glaube im Endgame, aber es scheint sich ein bisschen zu verzögern, weil wir nicht viel Glück haben. Wie es aussieht. Ah, wir haben eine fette Mutter. Verkrusteter Talisman. Fanggeschwindigkeit 330%? Eine Steintafel umgeben von Knochen und Zähnen. Das Symbol eines Hakens ziert die Mitte. Okay, 330% ist eine Ansage. Vier Stunden einbauen. Ich hau's ins Lager. Mach ich nicht hier. Oh, danke schön, Lufiares. Danke schön. Das ist sehr lieb. Vielen Dank. Ich versuche meine bösen Wörter gerade im Zaum zu halten. Also nicht wegen dir, sondern wegen dem Spiel ja gerade. Wir hatten Schwierigkeiten. Wir hatten, nennen wir es Schwierigkeiten. Mutti hat uns sehr lieb. So. 330%, so schnell bin ich mal im Bett. Du gibst ja auch nur 10% Mühe. So, weiter geht's. Da gehen wir jetzt und da baue ich ein. So. Ha.
Mein Lager. Und wir bauen uns jetzt... Ach ja, da ist es ja. Das Ding hier an. 4 Stunden. Den Rest können wir pennen. Aber Auge ist auch schon zu. Und wir haben jetzt... Ach so, Fischmarkt können wir alle verkaufen. Die brauchen wir eh nicht. So. Und wir haben alle 3 Flammen... der Gerechtigkeit. Der menschlichen Unterjochung, glaube ich. Unterjochen, immer noch der Kumpel vom Oberjochen. Ich gehe mal schlafen und dann gehen wir mal zu dem Typen zurück, ne? Jetzt bin ich gespannt. So, ich fange schon an zu sabbern. Vor lauter Boshaftigkeit. Denn jetzt geht's los. Da ist er.